Ich bin der Sepp Wolf. Mein Beruf ist Forstwirtschaftsmeister. Beschäftigt bin ich bei den Bayerischen Staatsforsten und da wiederum beim Forstlichen Bildungszentrum Laubau. Ich zeige euch jetzt, wie man die Hack richtig einstellt. Das ist es drum und das kehrt jetzt da drauf, damit wir eben die dann verwenden können. Zuerst zeichne ich mit dem Bleistift in der Mitte einen Strich. Als nächstes halte ich die Hack drüber. Da muss man jetzt auf die richtige Seite achten. Wichtig ist, dass das Haus auf einer Seite größer ist und auf der anderen kleiner. Das kleinere kommt nach innen und dann passt es. Vom Ablauf her zeichne ich zuerst da einen Strich drauf, die Mittellinie. Dann halte ich die Axt drüber und zeichne die Form auf. Und jetzt muss ich das Holz da außen wegmachen. Und verwende wieder mein Zirchmesser und schnitze das da weg. Da ist jetzt wichtig, dass man immer die ganze Länge schnitzt. Aha. Er sitzt schon mal ein bisschen drauf. Damit ich weiß, wo ich noch was wegmachen muss, schlage ich jetzt da hinten mal drauf, damit er ein bisschen nachrutscht. Jetzt ist er schon fast vorne. Ich muss allerdings noch ein bisschen mehr wegschnitzen. Und wenn ich jetzt das Eisen runter mache, dann sieht man genau, wo man noch was wegschnitzen muss. Wenn ich das Eisen runter mache, dann klopfe ich mal hinten hin, mal vorn, abwechslungsweise in der Falz runter. So, jetzt sieht man da die Druckstellen, wo die Hack noch nicht ganz passt. Die Druckstellen muss man jetzt noch ausgleichen. Da herüben auch. Und dann geht sie schon drauf. Jetzt muss es passen. So. Ja, jetzt kommt er raus. Es ist sehr wichtig, dass das Holz vorn rausschaut. Und jetzt werden da noch zwei oder drei Keile reingemacht. Dann geht das Holz vorne auseinander und dann hebt er. Und jetzt tue ich mittig aufspalten. Gut, der Spalt ist da und jetzt kommt in den Spalt der Keil rein. Jetzt schneide ich ihn mit der Säge ab und klopfe dann den Rest noch rein. Den lasst man bewusst ein bisschen rausstehen. So. Und jetzt sieht man schön, dass das Holz auseinandergegangen ist und somit die Hack nicht mehr runterrutschen kann. Den Längskeil haben wir drin und jetzt kommen noch zwei Querkeile. Dazu tue ich es wieder da rein. Machen wir zwei Keile.
Die klopfen wir jetzt wieder rein. So, und jetzt haben wir es noch ganz neu. Gut, jetzt ist rundherum schön fest. Oben ist breiter, das wie in der Mitte und hinten. So kann nichts mehr runterrutschen. Jetzt können wir eigentlich schon richtig drauf loshacken. Halt, ganz können wir noch nicht loshacken. Weil die Hacke ist nämlich noch nicht scharf. Die müssen wir noch scharf machen. Aber das zeige ich euch in der nächsten Folge. Gut.